Der? Let's plunder. Das wird ein Kinderspiel. Eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Au! Kapitel 1. Launch of the Screaming Narwhal. Launch bedeutet so viel wie Start bzw. Stapellauf, ne? Stapellauf des schreienden Narwhals. Die Einhörner der See. Und damit sind wir so im Hauptspiel. Das war eben das Tutorial, ja, mehr oder weniger. Und wir sind auf, mal wieder auf einer neuen Insel, Flotsam Island. Ich bin unfassbar gespannt, was hier auf mich zukommt. Ich habe von diesem Spiel, wirklich, ich glaube, von allen Spielen bislang die allerwenigste Ahnung. Das hatte ich halt auch noch nie wirklich ausprobiert, im Gegensatz zu Monkey Island 4, wo ich ja schon irgendwann zumindest mal mit angefangen hatte. Ich sehe schon, das wird nicht klappen. Kannte ich hiervon wirklich, einen Trailer habe ich hiervon mal gesehen, aber der hört's auf. An die Steuerung muss ich mich wieder gewöhnen, das ist ein bisschen komisch, finde ich, mit diesem Drag and Drop mehr oder weniger. Beziehungsweise Click and Drag, so gesehen. Meine Figur hier zu bewegen. Meine Hand zittert jetzt immer. Ich habe eine besessene Hand, super. Aber mal schauen, jetzt sollen wir also Piratengeschichten sammeln. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Club 41. Wichtiger Hinweis, der Club 41, Flotsam Islands angesehenste Piratenvereinigung, nimmt ab sofort keine neuen Mitgliedsanträge entgegen. Wir danken für Ihr Interesse und sehen Sie zu, dass sie verschwinden. Okay. Mach's gut und bleib, wo du bist. Ja, ja. Übrigens, es kann sein, dass ihr manchmal seht, wie dieser Cursor, so wie jetzt gerade, einfach so von Ort zu Ort springt, ohne dabei die dazwischen liegende Strecke zu berücksichtigen. Nur falls sich wer fragt, woran das liegt, ich arbeite nicht mit einer Maus, sondern mit so einem Grafiktablet. Das habe ich mir einfach irgendwann angewöhnt. Hier ist ein Bottich. Ah, so ein Fass. Okay. Druckertinte, das Lebenselixier der Zeitungsvorlage. Liebevoll gewonnen aus Tintenfischblasen. Bäh. Das habe ich mir irgendwann angewöhnt und, ich benutze auch normalerweise keine Maus, sondern arbeite immer mit diesem Tablet. Obwohl ich immer noch ziemlich schlecht in seinem eigentlichen Nutzen bin, nämlich in so digitaler Malerei, wofür ich es mir eigentlich mal gekauft hatte. Windgejammer immer noch groß. Flotsam Island leidet seit 1138 Tagen unter unwillkommener was? Unwillkommenen Winden. Na denn, kann man nicht auch bei... Ich glaube, man kann auch gegen den Wind kreuzen, oder? Also, okay, das wird wahrscheinlich, wenn irgendwie der Hafen zu eng ist, dann wird das natürlich schwer, aber... Die Flotsam Keelhauler gesetzt. Wir drucken alle News außer Seemannsgarn. Na denn. So, wir sollen Piratenschlagzeilen machen. Sollen uns also irgendwie wahrscheinlich piratös verhalten. Mal gucken. Was ist das denn? Gefängnisschnitzereien. Wer auch immer dieses Gefängnis gebaut hat, legt großen Wert auf Gänsehaut. Diese geschnitzten Augen sind ja gruselig. Ja, mal schauen, was damit noch auf sich hat. Es ist eine leere, stinkende Gefängniszelle. Erinnert mich irgendwie an die auf Malay Island. Trademark! Die guten alten Zeiten. Ist da Otis drin? In jedem Fall ist die Steuerung schon mal ziemlich simpler. Ich kann nur mit Dingen interagieren. Und sie halt eventuell in mein Inventar aufnehmen. Habe ich eigentlich irgendwas dabei? Nö. Gerichtsfahne. Der Flotsam Wind dreht im Kreis. Was hat er gesagt? Fleckig. Das ist alles so aus irgendwelchen Resten erbaut. Ne? Hier Mehlsäcke. Was halt so angespült wird, wie es aussieht. Den Gitterstäben, der Fahne und der typischen Atmosphäre verdrehter Gerechtigkeit nachzuurteilen, muss das Gerichtsgebäude von Flotsam Island sein.
Höret, höret! Dank des unerwarteten Rückgangs krimineller Aktivitäten auf Flotsam Island habe ich das Gerichtsgebäude zugemacht und begebe mich auf eine oft verschobene Studienreise. Bleibt bis zu meiner Rückkehr gesetzestreu, sonst gibt's Saures. Erhebensrichter Grindstump. Okay, wie immer schaue ich mich erstmal so außen rum, was ich hier so überall finde. Bevor ich irgendwo reingehe. Na? Was nun los? Ah, er lädt. Spiel wird gespeichert. Guck, jetzt hat eine Autospeicherfunktion. Der ist ja nett. Flugblatt. Piraten, die ihre Schätze plündern. Seeräuber, die ihnen die Reling einreißen. Schwertkämpfer, die ihnen den Bauch aufschlitzen. Dann brauchen sie Morgan Le Fay, Piratenjäger par excellence. Na, großartig. Ein Piratenjäger. Den brauche ich so sehr wie einen vierten Nippel. Ein vierter... Ich stelle die Frage nicht. Ich stelle sie einfach nicht. Ich nehme das einfach so hin und versuche mich hier zu bewegen. So, hier, komm. Glasbläser. Hier ist noch ein Schild. Alphabet-Schlussverkauf. Kostenlose Vokale, solange der Vorrat reicht. Glas, Glas, klar. Glasmanufaktur. Okay. Pfeiler, was haben wir da? Macht erstmal einen ganz schönen Umweg, der Mann. Hm, Schnitzereien von Meerjungfrauen. Also sind das eher mehr Männer? Ich habe nicht die richtige Ausbildung, die Jacke oder den Filzhut und zweideutige Schnitzarbeiten von vergangener Tage. Weil ich hab's nicht. Nein. Manchmal ist der Text ein bisschen langsam, manchmal ein bisschen schnell. Das ist ein bisschen doof. Die richtige Ausbildung, die Jacke oder den Filzhut und zweideutige Schnitzarbeiten vergangener Tage beurteilen zu können. Okay. War das gerade eine Indiana Jones-Anspielung in einem Monkey Island-Spiel? Na, sowas. Kisten hier was machen? Nee. Bewege dich mal schneller, Mann. Kann ich nicht laufen oder so? Was ist das da oben? Nein. Ah. Dinge passieren. Heiliger Seestern. Ich glaube, ich habe soeben die Fahrkarte weg von dieser stinkenden Insel gelöst. Nicht so schnell, mein gut frisierter Freund. Was? Reginald von Winslow, Kapitän der Screaming Owl. Und wer sind Sie? Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Trademark. Ach wirklich? Was kann ich für Sie tun, Mr. Mächtiger Pirat? Trademark. Hm. Drehen Sie bei und streichen Sie die Segel. Ich bin gekommen, um Ihr Schiff zu kapern. Ernsthaft? Welch Freude! Niemand war seit über 2 Jahren Manns genug, die Screaming Narwhal zu übernehmen. Er hat aber wirklich gute Laune für einen, der gleich sein Schiff verlieren wird. Warum freut Sie das so sehr, dass ich gleich Ihr Schiff kapere? Ich liebe Herausforderungen. Gürtet den Verstand und schärft die Lenden. Wussten Sie das nicht? Was? Hä? ja, aber hübsches Schiff. Waren Sie betrunken, als Sie das gebaut haben? Der ist gut, Junge. Aber ich habe die Screaming Owl nicht gebaut. Sie wurde von einem Komitee besorgter... Sag nicht Bürger. Besorgter Bürger von Flotsam gebaut. Dann waren die betrunken? Nein, aber sie mussten nehmen, was ihnen das Meer anspülte. Das erklärt das gewisse Erbaut von betrunkenen Erscheinungsbild. Ich will auf keinem Schiff segeln, das von besorgten Bürgern gebaut wurde. Nichts, was besorgte Bürger getan haben, hat jemals irgendwie was Gutes ergeben. Naja, wie bist du denn Kapitän geworden? Wenn sie die Narwhal nicht gebaut haben, warum sind sie dann ihr Kapitän? Traditionsgemäß gilt, wer den Kapitän der Screaming Narwhal vom Deck fegt, wird ihr Kapitän, bis er selbst vom nächsten Kerl vom Deck gefegt wird. Ich muss ihn also nur runterstoßen, wa? Wie bist du denn? Wie sind Sie auf Flotsam gelandet? Das, was alle anderen hierher brachte, Junge. Die Winde.
Ich jagte gerade einem Räuber hinterher, der sich meine hart verdiente Beute unter den Nagel gerissen hatte, als plötzlich Flotsams launische Winde mein Schiff erfassten, es zu Kleinholz machten und mich an einer der zahlreichen Küsten wieder ausspuckten. Okay. Später. Ich freue mich drauf. So. Also, das heißt, wenn wir es da ihn schaffen, da den da unten runter zu boxen, dann haben wir schon mal ein Schiff. Das ist ja gut, dann brauchen wir nur noch unsere dreimal Besatzung. Die Screaming Narwhal mag nicht besonders schön sein oder seetüchtig, aber immerhin ist sie ein Schiff. Planke, die ist ja mit irgendwas eingeseift, das sehe ich doch so schon. Egal, ich laufe doch mal hoch. Bereiten Sie sich darauf vor, geentert zu werden, Van Winslow. Schmierfett aus Schinkenspeck, Junge. Das glitschigste Zeug auf den sieben Meeren. Ja, so ein Mist. Diese Jacke war ein Geburtstagsgeschenk und jetzt ist sie voller Schmierfett. Elaine wird sicher sinksauer sein. Sinkstauer. Fettschmiere. Okay, die kann ich nicht irgendwie aufnehmen oder so. Pirate for Hire. Ich dachte, das war der Pirate Hunter for Hire. Also die Piratenjäger. So, also da komme ich so nicht hoch. Über die Ankerkente. Ankerkente. Kentor. Kentorkette. Anker. Dings. Oh, verflixt. Heißer Salz. Au. Oh, das Fett brennt. Und jetzt haben wir einen Schwelbrand am Dock. Am Dock. Perfekt. Witzig. Fettfeuer. Ich glaube nicht, dass diese Glut in nächster Zeit ausgehen wird. Ja, und die, Dings ist auch weg. Die Gangplank. So, was haben wir hier? Socken. Rosa Unterwäsche mit Rüschen. Warum hat der, der scheint doch der einzige Mann an Bord zu sein. Ja, ach, jeder wie er glücklich ist, ne? Hey, was ist da in seiner Socke? Club 41, Mitglied auf Probe Nummer 37, Reginald Van Winslow. Das dürfte sich jetzt nützlich erweisen. Ja. Ich wollte da eigentlich hochklettern. Diese Socke sollte dringend verflucht werden. Verflucht seist du, Socke! Was? Kann ich mich darüber kurbeln? Verflixt, er hat auch eine Kurbel. Kann ich diesen Flyer... Boah, Entschuldigung eben. Ich verbrenne das nicht. Vielleicht kann ich es nochmal gebrauchen. Irgendwann. Entschuldigung. Ich habe heute kein Cetirizin genommen. Die Heuschnupfenzeit geht wieder los, wa? So, naja. Vielleicht finden wir nachher noch was raus. Naja, hier oben waren wir noch nicht. Übrigens haben beide Brüder von mir dieses Spiel schon gespielt. Und die sind beide begeistert. Ich wusste gar nicht, dass sie das gespielt haben. Erst als ich angekündigt habe, dass ich das spiele, haben die mir beide gesagt, das wird voll gut. Blumentopf. Hier ist kein Schild oder was? Wissenschaftliches Dingsbums. Ein Schwertfisch ist hier, immerhin. Bin mir nicht sicher, ob das Ende der Rokoko-Zeit oder eher frühgruselige Epoche war. Hier ist ein Schild. Der Doktor ist beschäftigt. Blumen. Was für eine schäbige Lampe.
Ich heb das lieber auf, bevor es jemand sieht, darüber stolpert. Okay. Haben wir Blumen dabei? Schwertfisch, Tür. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles gesehen, ne? Ich glaube, wir können da hinten zwischen diesen beiden komischen Stelen da noch aus der Stadt raus. Ist das so ein bisschen so aus? Aber ich bleib erstmal hier und versuche jetzt in die einzelnen... Bonjour. Meine Nase. Hört sich an, als wäre er beschäftigt. Mit seiner Nase, okay. Warum habe ich Bonjour gesagt? Naja, Moment, der war eben noch nicht da. Tisch hier mit Gläsern und Einhörnern. Wow, hätte nie gedacht, mal einen Piraten zu sehen, der Einhörner aus Glas verkauft, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ah, und ich hätte nie gedacht, jemals einen sprechenden Pavian zu sehen, also sind wir quitt. Crimpdigit. Ahoi, verwahrloster Handwerker, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Trademark. Ahoi, ich bin Gaffer Crimpdigit, Glasbläser und Pirat. Ich dachte, ich ist Glas. Glasbläser. Egal. Wie kommt ein bärbeißiger Pirat dazu, kleine Einhörner aus Glas zu machen? Hör mal, Kleiner, das Glasblasen ist so gefährlich wie das Segeln vor den westindischen Inseln. Eine falsche Bewegung mit der Stange in der Nähe des glühenden Lochs und schon kannst du deinen Augenbrauen einen Abschiedskuss geben. Kann ich das? Ich bin mir nicht sicher, ob das rein anatomisch betrachtet überhaupt geht. Einhörner, ja? Ei, anmutige, zarte Wesen sind das, aber um ehrlich zu sein, sind sie kein Verkaufsschlager unter den Piraten. Für mein nächstes Projekt nehme ich etwas, das sie wirklich anspricht. Wenn ich hier diese verdammten gehörten Saftsäcke verkaufen kann. Was können Sie mir denn über Flotsam Island sagen? Naja, du hast sicher schon von Flotsam Islands höllischen Winden gehört. Aber hat man dir je etwas über die Riffe erzählt? Die Riffe? Ei, die Kristallriffe von Flotsam Island. Sie sind schärfer als Drachenzähne. Sie lauern rund um die Insel und zerfetzen jedes Schiff, dessen Kapitän dumm genug ist, Flotsam Islands Winde zu unterschätzen. Huch. Was hat das mit dem Alphabet-Schlussverkauf auf sich? Das ist der letzte Schrei. Ich fertige unzerbrechliche Röhren in Buchstabenform, aus denen festlich beleuchtete Werbeschilder, moderne Erinnerungsbilder oder einfach nur Lampen gemacht werden. Kitschig? Ei, ziemlich geschmacklos. Konsonanten kosten 48 Goldstücke, aber heute erhält jeder Kunde einen Vokal gratis. Wie wär's mit... einem Vokal? Ja klar, ich denke, ich hätte gerne einen dieser kostenlosen Vokalröhren. Du möchtest einen Vokal kaufen, ne? Ja, bitteschön. Ein U? Und was ist mit A, E, I, O oder vielleicht Y? Hatte ich ausverkauft. Wir haben nur noch YouTubes. YouTubes. Tschüss. War schön, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Ei, wem geht das nicht so? YouTubes. Hahaha.